Zur Osterzeit ist es immer verdammt schwer, vor allem für mich, seine Familie um sich herum zu haben. Vor allem, wenn man nicht wirklich die Lust hat, am Tisch zu sitzen oder Besseres zu tun hat. Oder halt in meinem Fall, okay, das andere trifft auch zu, aber in meinem Fall, dass ich meine eigene Familie nicht mal gut leiden kann und sie mich genauso wenig. Allgemein ist die Beziehung zu meiner Familie ziemlich schlecht. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Aber darum soll es nicht gehen. In dieser Geschichte würde ich gerne meine Gedanken offenbaren. Was ich denke, wenn endlich alle zu Osterfreitag bis Ostermontag alle zu Hause sind bei mir und nicht irgendwo anders, nein, nur bei mir zu Hause, weil ich die meisten Zimmer habe und die meisten unterbringen kann. Und am Ende sieht es aus, als ob alle Maden, alle Schweine zusammengepresst im Stall leben. Vor allem, sie hinterlassen immer viel Dreck. Ich hasse deswegen Ostern. Ich hasse meine Familie deswegen. Aber nicht nur deswegen, nein, natürlich nicht. Es gibt ja schlimmere Sachen. Aber dass sie immer einen Saustall in meiner Wohnung hinterlassen. Vor allem diese Drecksbälger von Kindern. Warum? Am liebsten hätte ich, wenn sie alle tot wären. Und dann eines Tages, es war dieses Jahr, hatte ich einen Plan. Morgen ist es soweit. Morgen werde ich ein Messer nehmen und sie alle samt umbringen. Ich werde sie zu Gulasch verarbeiten, schön mit Rührei, dann in einen, sagen wir mal, Vakuum gestopft, zum Osterei verzaubert, eine Schale noch drumherum zu basteln, aus Pappmaché. Und meinen Arbeitskollegen wie auch meinem Chef es vorzusetzen. Menschengulasch. Mit extra viel Rührei. Sie verdienen es genauso zu leiden wie ich. Weil sie genauso scheiße sind wie meine Familie, sogar noch beschissener. Aber als kleines Extra, sagen wir als kleine Bonuszutat, würde ich dort noch extra viel Rattengift mit einmischen und sie sterben. Klar, ich würde mich am Ende selber stellen, weil ich bin ein pflichtbewusster junger Mann. Ich bin gerade erst Anfang 30, aber schon so vieler Tatendrang, so welche abscheulichen Sachen zu tun. Sowas können doch nur Psychopathen sein, oder? Nein, zu Psychopathen, die nicht schon seit Geburt Psychopathen sind und zu Psychopathen werden, sind meistens die, die meistens nur niedergemacht werden und irgendwann einfach nur einen Knall innerlich hören, wo sie sich denken, wie in meinem Fall, bringe ich diese Schweine doch einfach zum Schweigen. Frohes Osterfest.